Der Biss des Raptors ist quasi ein Prolog nach der Einführung. Ich weiß nicht, warum das Buch das so gegliedert hat. Wir haben aber quasi zwei Vorgeschichten, bevor die eigentliche Handlung beginnt. Die eine haben wir bereits behandelt, die habe ich dir mal hier oben verlinkt. Wenn du die noch nicht gesehen haben solltest, schau sie dir auf jeden Fall an, bevor du dieses Video jetzt hier siehst. Denn wir gehen jetzt quasi in der Buchbesprechung ein Kapitel weiter und landen beim Prolog. Immer noch nicht der Anfang der Geschichte, wir sind jetzt hier beim Prolog. Und ich muss hier gerade für die jüngeren Zuschauer eine Warnung aussprechen. Jetzt fängt es schon an, ekelhaft zu werden. Wir sind noch nicht mal in der Hauptstory und trotzdem wird es jetzt hier schon wirklich bildlich. Also ich will euch da auch nichts vorenthalten. Ich werde das Ganze mit Bildern untermalen. Ich habe hier Recherchen dazu angestellt. Wir besprechen jetzt einfach mal den Prolog des Buches Jurassic Park von Michael Crichton mit dem Titel Der Biss des Raptors. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Als ich angefangen habe, das Kapitel zu lesen, musste ich irgendwie total an den Anfang aus Jurassic World 2 denken. Für mich die einzige gute Szene am Film. Lasst euch hiervon nicht triggern, das ist nur meine Meinung. Und zwar beginnen wir die Geschichte, den Prolog jetzt hier auch in einer regnerischen Nacht. Es donnert, es stürmt, es regnet aus Eimern. Und wir befinden uns an einem kleinen Fischerort, an einem kleinen Fischerdorf an der Westküste von Costa Rica und lernen Roberta Carter kennen. Sie ist eine Krankenschwester in einer kleinen Krankenstation, eben in diesem Fischerdorf namens Bahia Anasco. Das gibt's wirklich. Ich habe da mal nachgeguckt, das gibt's wirklich und ist unfassbar schön, wenn eben nicht gerade ein Sturm drüber peitscht. Und die Geschichte beginnt eben mit Roberta, die auch genau das bemängelt, das schlechte Wetter, dass sie davon ausgeht, dass jetzt auch wenige neue Patienten kommen sollten oder kommen werden, weil in der Regel die Leute eben nicht bis an den Rand von Costa Rica fahren, um sich behandeln zu lassen, sondern mehr in die Innenseite der Insel, da ist dann ein größeres Krankenhaus. Und naja, Roberta irrt sich, denn plötzlich hört sie ein Rattern von Rotorblättern eines Helikopters. Und sie ist erstmal ganz verwundert und denkt sich, okay, wer ist denn so bescheuert und nimmt jetzt hier wirklich die Gefahr auf sich, bei diesem Wetter mit einem Helikopter zu fliegen. Und der Helikopter fliegt auch erst über ihr kleines Fischerdörfchen hinweg, dreht dann aber wieder um und landet dann. Und heraus kommen zwei komplett aufgelöste Piloten, die einen Jungen mit dabei haben, so um die 18 Jahre alt, der komplett bleich ist und irgendwie im Sterben liegt. Also es sieht auf jeden Fall schon ziemlich fies aus und Roberta merkt, okay, das ist also der Grund, warum sie dieses Wetter ignoriert haben, warum sie diese Gefahr auf sich nehmen und diesen Jungen eben behandeln lassen wollen. Es sieht nämlich wirklich schlecht aus und Roberta fängt dann auch sofort an, sich um den Jungen zu kümmern und stellt eben so die üblichen Fragen, was ist passiert, wann ist es passiert, und hier fangen dann so die Problemchen an. Das ist jetzt wirklich Mimimi auf dem ganz hohen Niveau. Aber Folgendes passiert. Roberta untersucht die Wunde vom Jungen, reißt ihm dann quasi so das Hosenbein auf und merkt dann, okay, der hat richtige Risswunden, als wäre er von einem Tier zerfetzt worden. Knochen liegen frei, die Arterie liegt auch frei, man sieht, wie sie pocht. Und für die ganzen Medizinstudenten unter euch, was sehr wahrscheinlich sehr viele sein werden, habe ich auch mal herausgefunden, was für eine Arterie das ist, die hier freiliegt. Und zwar ist das die Femoralarterie. Das wird im Buch auch ganz klar beschrieben, dass die aus dem Bein des Jungen rausguckt und noch am Pochen ist. Und man merkt eben einfach, okay, das ist auf jeden Fall eine Wunde, die aufgerissen wurde. Wenn ihr jetzt versuchen würdet zu vertuschen, dass das ein Dinosaurierangriff gewesen ist, was würdet ihr sagen? Ich würde auf gar keinen Fall sagen, der Junge ist von einem Auto überfahren worden. Aber genau, das ist eben die Aussage der Jurassic Park-Mitarbeiter. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon ein bisschen blöd. Roberta kommt den beiden dann auch irgendwie so ein bisschen auf die Schliche, beziehungsweise zweifelt sie einfach an der Aussage, weil sie meint, von einem Baustellenfahrzeug kann er ja wohl kaum überfahren worden sein. Und die anderen beiden so, doch, das ist immer so. Und dann sagt sie auch, das sieht aber aus wie eine Wunde von einem Tier. Und die Piloten dann, das kann doch keine Wunde von einem Tier sein. Und kennt ihr diese Personen, die eigentlich längst enttarnt wurden, wenn dir jemand Lügen erzählt und du hast eigentlich schon diese Person gestellt und hast ihr erzählt, ich check, dass du mich gerade verarschst und die Person lügt immer weiter? Unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Roberta sagt dann aber eben auch Sachen wie, okay, wenn er aber von einem Baustellenfahrzeug überfahren sein sollte, und dann aus irgendeinem Grund Fleischrisse in seiner Haut bekommen haben sollte. Da ist kein Sand in der Wunde, das passt alles nicht. Anstatt Sand ist aber etwas drin, das sich anfühlt oder aussieht wie Speichel, so ein bisschen gelblich. Und ich dachte mir, na klar, also
das scheint infizierter Speichel zu sein. Und da habe ich nie drüber nachgedacht, dass auch Dinosaurier wahrscheinlich die gleichen Krankheiten bekommen können wie auch Tiere. Ob wir es jetzt hier mit Ebola zu tun haben oder mit der Tollwut, das wird nicht beschrieben, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Andeutung ist, okay, die Wunde ist auf jeden Fall infiziert. Das erfahren wir nämlich auch kurz darauf, weil Roberta auch feststellt, dass diese Wunde bereits faulig riecht und nach Verwesung. Und dann fragt sie auch, wann ist das denn passiert? Und die Mitarbeiter sagen, ja, so vor einer Stunde, maximal zwei. Und sie merkt immer mehr, okay, hier passt irgendwas nicht. Und das ist ganz cool im Buch beschrieben, weil auch du als Leser merkst eben sehr schnell, okay, das ist kompletter Bullshit, den die hier gerade von sich geben. Und naja, der Junge ist eben wie in so einem Delirium, der bekommt kaum noch was mit, kämpft schon mit dem Tod und dann kommen plötzlich Worte aus seinem Mund heraus und er sagt das Wort Raptor. Diejenigen von euch, die die Filme kennen, können jetzt schon erahnen, was wohl passiert ist. Allerdings, kommen jetzt hier die Mitarbeiter des Krankenhauses noch nicht ganz so mit dem Wort klar, denn die behaupten plötzlich, ein Raptor sei ein Hupia. Ein Hupia ist ein Nachtgeist, also die sind wohl sehr abergläubig und meinen, das wäre ein Nachtgeist, der diesen Jungen angegriffen hat. Und aus diesem Grund ist auch die Wunde am Verwesen und deswegen stinkt die Wunde eben auch so. Und der Junge stottert andauernd wieder, Raptor, Raptor. Und die Mitarbeiter schreien rum, Hupia, Hupia. Und ich habe mir gedacht, was geht denn da gerade ab? Also Roberta ist da wirklich die Einzige, die irgendwie so ein bisschen durchblickt und sich auch nicht verarschen lässt von den anderen beiden. Und die schickt sie dann auch eben raus, die Mitarbeiter, und die sind dann ganz skeptisch und sagen, nee, Moment, wieso sollen wir denn den Raum verlassen? Und sie sagt dann eben nur, weil ich den Jungen jetzt hier in Ruhe behandeln muss. Und dann macht sie auch Bilder von der Wunde, weil sie eben sagt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Das muss man vielleicht auch nochmal weiterschicken an Labore, dass die da eben gucken können, was hier los ist. Leider zu spät für den Jungen, denn der überlebt das Ganze nicht. Auch ein Grund, warum ich davon ausgehe, dass der Speichel eventuell doch irgendwie infiziert war. Deswegen wird das Ganze auch hier beschrieben, dass die Wunde angefangen hat zu stinken und dass der Speichel eben so eine komische Substanz hatte. Weil der Junge fängt an zu zittern, fängt an Blut zu spucken und stirbt dann kurz darauf hin, als hätte er eben einen Anfall gehabt. Kann auch einfach an der extrem schweren Verletzung gelegen haben. Auf jeden Fall nicht an einem Baustellenfahrzeug. Und Roberta nimmt dann eben dieses Wort nochmal auf, Raptor, und stellt sich dann eben die Frage, okay, was hat der Junge denn mit Raptor gemeint? Und dann recherchiert sie auch ein bisschen nach dem Wort Raptor. Wird dann aber nicht wirklich fündig, weil sie das Wort aus dem Lateinischen übersetzt und da bedeutet Raptor so viel wie Plünderer oder Schächter. Und sie sagt sich dann eben, okay, das passt aber eigentlich zu diesem Geist. Ist hier wirklich irgendein Aberglaube am Werk? Ist hier wirklich ein Geist am Werk? Und dann schaut sie das Ganze noch weiter nach und merkt dann, okay, aber vom Französischen übersetzt bedeutet das so viel wie Raubvogel. Und dann zählt sie einfach nur noch eins und eins zusammen. Und sie geht natürlich nicht davon aus, dass es sich hier um Dinosaurier handelt. Aber sie meint dann eben, okay, ist schon komisch, auf dieser Insel, ein bisschen weiter weg von Costa Rica, da wurde eine Touristenattraktion angekündigt. Von einem Zoo ist noch gar nicht die Rede, aber ich glaube, sie ahnt schon irgendwas in der Richtung, weil sie auch öfters betont, dass das aussieht wie eine Wunde, die ein Tier diesem jungen Mann zugefügt hat. Die Leiche des Jungen wird daraufhin weggebracht und Roberta denkt sich, okay, ich habe ja noch die Bilder, ich habe ja Fotos davon gemacht, ich werde mir jetzt die mal genauer unter die Lupe nehmen und die Kamera ist verschwunden. Also die Kamera wurde sehr wahrscheinlich von den Jurassic Park Mitarbeitern geschnappt und eben weggebracht, um das Ganze zu vertuschen. Und Roberta bleibt dann quasi nur mit der Erkenntnis da, dass der Junge gesagt hat, Raubvogel. Also ein Raubvogel soll das wohl getan haben und damit endet das Kapitel jetzt auch schon. Das ist ein kurzer Prolog, aber der ist doch relativ knackig. Gerade von der Atmosphäre her muss ich sagen, das ist wirklich geil geschrieben gewesen. Und es ist auch wirklich heftig zu sehen, über wie viele Leichen Ingen geht und damit auch John Hammond. John Hammond wird in dem Buch sowieso etwas anders charakterisiert als in den Filmen, das werdet ihr aber noch merken. Und das sind jetzt schon so die ersten Ansätze, wo man eben merkt, okay, das ist wirklich eine heftige Nummer. Das Buch geht dann doch ein bisschen weiter noch als die Filme, weil hier wirklich über Leichen gegangen wird. Das hat natürlich John Hammond irgendwie in den Filmen auch gemacht. Da war das aber noch mehr so, ich will jetzt hier nicht allzu viel spoilern, weil zu den nächsten Kapiteln kommen wir ja noch, aber in Jurassic Park, in den Filmen, fühlt sich das so an, als wäre das einfach aus Versehen, so, als wäre ihm das nicht egal, sagen wir mal so viel. In den Büchern tickt der Mann da ein bisschen anders und ja, jetzt haben wir quasi hier schon unseren ersten Tod durch einen Dinosaurier mitbekommen und ich bleibe bei der Theorie, dass es sich hierbei auch um einen Tod durch eine Krankheit handelt, die weitergegeben wurde. Ich weiß nicht, ob das Ganze später nochmal aufgegriffen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das hier nochmal eine Rolle spielt. Weil nämlich auch in Jurassic Park Filmen wird das Thema Krankheiten bei Dinosauriern nochmal kurz aufgegriffen, als wir da den Triceratops liegen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze im Buch noch eine größere Rolle spielt.
Damit hätten wir jetzt auch die Einführung und den Prolog abgehakt und können dann im nächsten Video endlich mit dem ersten Kapitel beginnen und voll in die Story mit einsteigen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Kapitel haltet. Stellt mir gerne eure Fragen für den Fall, dass ich irgendwas vergessen habe oder dass irgendwas unklar ist. Das ist auch ein ganz neues Format für mich und ich muss mich erst ein bisschen noch zurechtfinden. Ich hoffe aber, das Ganze ist okay, so wie ich das angehe. Und ey, konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Also hämmert in die Tasten rein, was ihr mir gerne sagen wollt. Im nächsten Video befassen wir uns dann mit dem ersten Kapitel, das heißt Fast ein Paradies. Und hier kann ich auch schon wirklich einen kleinen Spoiler geben. Es wird einfach wieder heftig. Ich weiß nicht, ob das Buch jetzt in jedem Kapitel wirklich die ultra heftigen Horrorszenarien auspackt, aber Kapitel 1 wird auf jeden Fall auch nicht ohne sein. Und mit diesen netten Worten bin ich raus für heute. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.